Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem Live-Battlecast mit dem Imperium gegen eine Armee des Chaos. Und in dieser Runde sind zwei Regimenter Freischärfscherler dabei, wie ihr sehen könnt. Die habe ich mitgenommen, weil mir das Gastschlacht-Replay von Ferros Manus so gefallen hat mit guten Leistungen von Freischärlern. Auch wenn sie vielleicht gegen Chaos nicht unbedingt der richtige Armee- oder Regimenttyp sind, weil sie nicht so viel Panzerbrechern Schaden machen, probieren wir es mal, die in dieser Armee-Konfiguration mitzunehmen. Wir haben dreimal Greatswords gegen gepanzerte Chaos-Infanterie, zweimal Hellebardiere gegen Monster, einen Hammer of the Witches, um Hellcannons und anderen großen Regimentern den Gar so schnell wie möglich ausmachen zu können. Also großen Modellen wie irgendwelchen Monstereinheiten. Monstermodelle, zweimal Demigreifen mit Hellebarden, die weitere Vorstöße von Monstereinheiten vermeiden sollen, beziehungsweise die sollen eben dazu da sein, damit der Gegner nicht so leicht und so freizügig vorstürmen kann, ein bisschen Angst kriegen soll. Und die Hellebardiere sind außerdem weiterhin gegen große Truppen da. Light Wizard muss immer dabei sein, weil wir dadurch einen sehr großen taktischen Vorteil bekommen. Und wir haben noch Boris Todbringer dabei. Der ist hier, um Terror zu verbreiten. Ja, hauptsächlich Terror soll er verbreiten. So, unsere Formation kommt ein bisschen weiter nach hinten. Weiter nach vorne stellen können wir sie immer noch. Ein Trupp Freischärler kann ich vielleicht hier in den Wall stellen. Perfekt. Gut, und los geht's. Was hat unser Gegner mitgebracht? Chaos-Zauberer mit Toad Spirit Leech, Chaos-Streitwegen, die schießen wir kaputt, paar Aspiring Champions, Chaos Marauders, zwei fliegende Lords, ein normaler Chaos Lord, außerdem ein Chaos-Zauberer mit Toad, Marauder Horsemen mit Throwing Axes, interessant, die werden sicherlich schön zerschossen von unseren Freischärlern, davon gehe ich jedenfalls aus. Und ich denke mal, mit unseren Demi greifen können wir. Ah, wir probieren jetzt mal so gut wie möglich seine Marauder Horsemen kaputt zu machen, beziehungsweise ja auch seine Streitwegen. Die können wir sicherlich ärgern. Wir schauen mal. Ein Spirit Leech. Gut, das ist jetzt nicht so tragisch, denn glücklicherweise ist Boris Todbringer selbst regenerierend. Da kann er machen, was er will. Da kann er wirklich machen, was er will. Und was ich jetzt auch machen kann, worauf er, so wie es aussieht, gerade gar nicht so richtig aufpasst, ist, dass ich ihn net auf Ammon tocken kann. Und das auch tun werde. Mal sehen, ob er aufpasst. Da ist nämlich das eine Regiment schon mal tot. So ein Chaos Lord kann ich auch angreifen. Lange überlebt er eh nicht. Und Unterstützung kann er auch nicht kriegen. So, und da hauen wir jetzt einfach wieder ab. Gut, unser Lord hat zwar ein bisschen Schaden abbekommen. Finde ich aber letzten Endes nicht ganz so tragisch. Unsere Kanone sollte nicht weiterlaufen, die macht Blödsinn. Das wollen wir vermeiden. Hier holen wir den nächsten. Das nächste Net of Amentok rein. Und hier greifen wir die ganzen Truppen an, die auf uns zukommen. So. Leider habe ich die Freischärler bisschen vernachlässigt, das war doof. Aber sei es drum. Wenigstens sind die Jungs erledigt. Die reduzieren mal hier den Schaden auf unseren Boris Todbringer. Wir wollen nicht, dass er drauf geht. Erhöhen unsere Power Recharge Rate. Diesen erledigt, diesen erledigt. Hier greifen wir den Rücken an. Boris Todbringer sollte jetzt, glaube ich, mal die Beine in die Hand nehmen. Ich hoffe, er kommt weg. Wenn nicht, kriegen wir ein Problem. Lauf, 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 Boris. Lauf.
sieht momentan ganz okay aus. Hier haben wir einige seiner Truppen vernichtet und jetzt müssen wir in den Rücken dieser ganzen Forsaken und anderen Truppen angreifen, um ihn auszuschalten, unseren Gegner auszuschalten. Warum? Oh nein, Boris Topbringers segeln gleich das Zeitliche, das könnte ein Problem werden. Aber wenigstens ist noch nicht aller Tage Abend. So, hier schießen wir auf den Streitwagen. Oh nein. Die Demigreifen haben die ersten gegnerischen Truppen verjagt. Das ist super. Jetzt holen wir uns die nächsten. Und der nervt uns unglaublich. Wo sind unsere anderen Demigriff-Knights? Ihr müsst jetzt zurückkommen. Oh oh, sieht so aus, als wären wir jetzt langsam aber sicher überrannt. Gar nicht gut. Oh oh, ich glaube, es wird unser Ende sein, wenn das so weitergeht. Vielleicht sind wir noch in unserer Lage, unsere Militia zu retten. Dummerweise fliehen jetzt zu viele Truppen. Das wird echt wehtun. Ich hoffe, wir kriegen die Marauder noch, aber das ist verloren. Das ist verloren. So ein Pech. Da hat er einfach zu viele Truppen gehabt. Da habe ich mich verspekuliert. Das passiert. GG. GG für diese Runde. Was hätten wir besser machen können? Ich glaube, die Great Swords waren an sich ganz gut. Ein großer Fehler war, dass ich meine Free Company, meine Freisteller ein bisschen vergessen habe und zu aggressiv, viel zu aggressiv mit Boris Todbringer vorgegangen. Ich hätte mir das Net auf Ammentok sparen sollen, um den Chaos Lord oder den Chaos Zauber mit Tod zuerst auszuschalten mit Hilfe des Nets auf Ammentok. Das wäre deutlich besser gewesen. So ging es leider in die Hose. Die Moral von Truppen ist zusammengebrochen, obwohl noch viele Modelle da waren. Das hat mir hier das Genick gebrochen. GG an Positive, hatte eine gute Armee hier, um mich kaputt zu machen. Ich habe einen Fehler mit meinem Lord gemacht und so habe ich verloren. Danke fürs Spiel, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.